Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's weiter mit Rotation im Geisterhaus. Mal wieder ein vermutlich, oder besser gesagt, ich weiß es ja noch, ein Trolling-Level. Ihr wisst, das ist nicht auf solche Tür-mäßigen Trolling-Levels D. Also das ist so gar nichts meins, aber mal schauen. Vielleicht bringt mich das Glück hier doch weit und ist verkackt und ist komplett. Eine minimale Chance haben wir ja. Ich bin gespannt. So, hier haben wir irgendwie nur eine Tür. Nee, hier ist eine versteckte Tür. Das war mir klar, dass hier eine versteckte Tür ist. Weil immer ist überall eine versteckte Tür, egal wo man es haut. So, ich wette, dass das ist eine Trolling-Tür, das war halt so hardcore klar. Muss mal schauen, wo sonst irgendwo eine Tür ist. Hier haben wir sie nämlich. Also das damit kann ich mich bei der Welt überhaupt null mehr erinnern, also keine Ahnung, ob das Magien jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht. Wieso bin ich jetzt wieder hier rausgekommen? Hä? Ach so. Ja moin, läuft bei euch Nintendo. Also ihr triggert bis krass. Ihr triggert erst. Der wäre bestimmt irgendwo reingegangen, ne? Das war jetzt so hart, dass ich da irgendwo reingegangen wäre, das Starcoin, als ich das irgendwie verkackt habe. Joa, so, jetzt komme ich hier raus. Supidupi. Es war so klar. Und ich glaube, wir müssen hier nicht lange werden sehen. Nee, die triggern uns einfach alle nur. Okay, die Dinger hier sind sehr gefährlich hoch. 15. Hallo, ich spring hier und nichts passiert. Oh. Da geht's rein. Aber ist jetzt durch Zufall. Aber erstmal toll ist hin, bis mit Stell, wo man denkt, da geht's eigentlich weiter. Da geht es ja nicht weiter. Abgesehen von dem Trolling-Faktor geht das Level doch voll. Ich meine, es sind kaum Gegner, es sind keine Gegner, dauert nichts und es ist funny. Gut, diese Tatsache hier wird mich jetzt nerven. Hätte ich keine, ja, ne, hier sind einfach mal die Münze. Aber nichts gibt's hier, du verschwindest mir. Nächstes, das erste, zweite von dreien. Das heißt, ich sollte mir Gedanken machen. Und es wird wohl noch weitergehen. Da hat man noch nicht mal eine Mitverfleckerreise dabei. Ich glaube, die gibt's in sowas in der Welt auch. Ja moin, also es gibt gefühlt 1000 Türen. Hier war es doch so mal, oder nicht?
das hätte ich hören können, ich weiß mal. Hier gibt es gerade die ganz schön krasse Anstieg auf Mister üben wollen hier. Witzig, wie man jetzt überall rumspringen kann. Back on the wall! On the wall as I am here. Tschüss, Alter, dass ich auf die Plattform gesprungen bin. Ja, moin! Und da ist auch in das Ziel. Kommen wir raus aus dem wunderbaren Trolling-Level und haben sogar auch noch einen tollen Starcoin mitgenommen. Das ist doch mal eine tolle Brillanz und in Ordnung für dieses Level. Eigentlich dessen, dass es eins von diesen ätzenden Geister-Leveln ist. Pardon. So, soweit so schön. Jetzt wird's lustig. Hier muss man aufpassen, dass man vom Weg geht. Und das ist immer eine ganz wirre, komische. Also man hat darauf keinen Einfluss. Vereinfacht gesagt. Das ist so ein Level, da muss man die Dinge machen. In der nächsten Zeit ist so ein bisschen einfach zu schlimm ist. Da muss man alle von diesen Dingen töten. Dann wird man sehr erfolgreich erledigt. Kommt ein Stern vor sein Inventar und kann rausgehen. Einfach gesagt, bei den Fussels muss man einfach ein bisschen tun dafür. Und beim anderen Stuff nicht. Ganz so eine Pilze werden dann eh überall hinterhergeworfen. Also ist das in Ordnung. Machen wir gleich weiter. Und zwar war es uns hier. Oh Gott, Springwolken und Bumerang, Brüder. Ah. Ach nee, das war das. Ich glaube, das war dieses Overland-Level. Nee, war es nicht. Schön wär's. Ich werde mir später nochmal aus dem Verhängnis werden, Level. Einfach weil es später nochmal aus dem Verhängnis werden wird. Ba, ba, ba. Aber doch, ich glaube, das war's in das Level hier. Was auf Oberwald ein bisschen gebaut war. Komm. Oh mein Gott! Digga! Wie habe ich das geschafft, Alter? Ich habe Skill! Ich habe nicht den Spieler, doch Skill! Oh mein Gott, das ist so schieß! So zuckerbleert! Geht hier rein? Nö, das steht einfach nur. Das hast du for fun hier, ich hab's verstanden. Kann das sein, dass die Gumpa kleiner sind als die normalen? Oder kommt mir das irgendwie nur so vor? Lel. Ja moin, das Level geht doch, das bringt mir einfach nur lustig durch die Gegend. Doch, so ne, die sind kleiner als sonst. Aber jetzt ist es ein bisschen komplizierter, weil die, das heißt wir zu deutsch gesagt, kleiner. Kommt mir das irgendwie nur so vor? Oder sind die Level hier in dieser Welt irgendwie einfacher? Okay, das war jetzt schlecht, aber mal im Ernst. Jetzt hier schon die Hälfte des Partys, da habe ich jetzt irgendwie noch keinen Kill gehabt in dem Level hier. Lel. Ey, bis jetzt ist dieser Welt halt hier eigentlich erst angenehm. Muss man jetzt lassen. So. Machen wir gleich weiter, wenn er dahin läuft. Muss eigentlich alles gemacht haben.
Schlangenblock im Tal des Nebels. Ah, hier wird es jetzt wieder behindert. Oh nein, das ist so eine Scheiße hier. Wir alle kennen das und wir alle hassen es, weil es Evil's Acid nach wird. All diese Nebel. Ne, mich treffen die nicht, das ist ganz angenehm. Andere Gegner würden die das nämlich mal einen Meter weit ins Kosovo schicken. Was nicht unbedingt das, was man angenehm nennt. Ah, nein, diese. Boah, Digga. Nein! Da war es wohl ein Millimeter sind zu schnell. Ja, gerade noch davon geredet, wie toll und friedlich dieser Part ist. Dann falle ich erstmal runter. Das war mal 24/7. Da. Digga, was mache ich denn hier? Na, ist das vielleicht ein Fehler? Sagen, dass das ja alles so toll und gut funktioniert, weil wie wir sehen, tut es das nicht. So, nächster Versuch, mal schauen. Also wenn man keine behinderten Dummheitsfehler macht, dann Albert sei, geht das Level voll. Wie gesagt, konjunktiv verwendet, wenn man keine Fehler macht. Hätte Fahrradkette, passt da auch ganz gut. Aber aufpassen, dass man keine Fehler macht. Gut, dass man das auch so noch überlebt. Ah ja, jetzt fallen die Dinger hier weg. Auch mal interessant hier. Aber auch denn das jetzt hier, so als ich da kurz mal verpasst habe. Ja, das Level ist, well, how to say it rightly, interesting. It's interesting. Ach, da wird immer so ein hellgrün, dunkelgrün, glaube ich, angezeigt, wo man am Optim... Help me. Der, wo dann, wo man da, wo der Moment, wo einfach nichts ist, man denkt. Hätte es dazu das drauf gemisst. Nein, aber jetzt hätte es. Digga, die triggern mich hier doch gerade so hart, Lee. Ist richtig komisch, dass wir immer gut nachdenken, wann man am besten wohin gehen sollte, dass man da nicht irgendwie dumm runterfällt. Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Und sind vor dem Ziel. Hier waren wir noch nicht so früh freuen, aber wir konnten hier immer noch irgendwie runterfallen, keine Ahnung. Weil ich habe eigentlich immer so eine Begabung, so eine Mini-Ritter vor dem Ziel runterzufallen und mich dann aufs Übelste krass darüber aufzuregen. Ich hab so als Begabung. Mich verwundert gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass mir das jetzt nicht passiert ist, weil. Joa. Aber ja, sagen wir mal zum Tothaus. Digga, ich wollte, ich hatte es vorhin, zum Tothaus, habe ich gesagt. Danke, um dann zu nehmen, so zum nächsten Castle zu gehen. Ich bin gespannt. So, Boss wird immer mehr. Ich schau einfach, wo die anderen sind. Ich hab. Okay, ich konzentriere mich auf einen, weil dann bis eins zumal.
gut. Eins dürfte, müsste, hätte, sollte im Zimmer hier sein. Und aus des Verfalls alles neben dran. Ist einfach immer so. Immer so. Dass das andere einfach verdammt nochmal neben dran ist. Das ist Lifehack des Jahrtausends. Aber bei allen anderen so habe ich es auch in Quintzen auch gefallen. Immer neben allen. Man braucht so eins merken eigentlich. Dann funktioniert das bei dem anderen. Directly. Und so fort. So, ja, ich tausche die beide und dann passt die Geschichte. So. Let's go. Zu der Castle von der Wolkenzone. Ludwigs Uhrwerkfestung. Und an diesen Ludwig hier erinnere ich mich noch. Oder auch generell an dieses Level aus Views halten. Das war ätzend. Das war wirklich ätzend. Also hier muss man erst aufpassen, dass wir jetzt keine Scheiße bauen. Ich meine natürlich ja Mopsy, das ist weit einfacher, weil vor allem haben es die ganzen Gegner sehr hart genervt. Aber auch mehr oder weniger der ganze Rest von der Map. Deshalb sollten wir da ein bisschen... Nicht gut, nicht gut. Nämlich genau wegen so dieser Scheiße hier hat mich diese... hat mich das übelst genervt. Und ich will jetzt meine vier... Ach komm, lauf nicht da zurück, du inkompetentes Stück. Will ich meine vier Leben, die ich hab, darf ich nicht unnötig noch was wenden. Ich muss halt aufpassen, wo man hingeht und dann geht das schon. I would say. Ja, lieber halt einmal so mehr, einmal mehr hier stehen. Als im ungünstigen Zeitpunkt zu bringen. So, und how to do this supi-dupili. Well, that's a good question. I can only tell you how to do it not. That's the way I'm doing. Junge, das ist halt so eine Dreckscheiße, dieses Level. Ich bin wieder an derselben Stelle verreckt, aber das fängt halt schon zu beschissen an. Eventuell kann es sein, dass wir hier nochmal einen Superassistenten verwenden. Sobald es Sinn gibt, wenn nichts anderes hilft. Ich sterbe hier. Ist einfach nur ätzend in Person. Aber wenn erstmal jemand fragt, ich finde ihre ätzend, zeigt einem dieses Level. Und sagt, lieben großen Gamer-Codes, dies ist ätzend. So. Ich bin da doch hochgesprungen! Was, das Level ist aber auch scheiße! Wenn ich so eine Scheiße hab, als wir noch... Come on! Ich sag mal, diese eine, weißt du, es sind meistens nur so kleine Stellen, die einen dann übelst nerven. Und sowas hier! Wie? Wie? Wie stirbt man daran? Ich hab allein diesen Text Cars wieder verfällt, sonst überall. Komm, Super Luigi, sei jetzt da. Jetzt Proma das. Natürlich ist er da nicht sein, ja. Ich will kein Game Over haben. Muss es was Gott wie viel Level nochmal machen. Konzentriere ich mich jetzt einfach, dann habe ich kein Game Over und dann passt die Geschichte.
Junge! Das Level ist doch behindert! Toll, mein letztes Drecksleben hier. Danke. Aber hallo. Ich habe von Anfang an schon gesagt, dass dieses Level der letzte Hit ist. Wie macht Luigi das? Also bei den Tools, den wirklich mal gerne anwenden. Wie immer bei den Fähigkeiten aus. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es sieht halt einfach aus, aber es ist nicht einfach. Ja, moin. Und auch gerade sowas macht die Level nicht einfacher. Ich glaube, ab dem Boss oder sowas mache ich es erst dann wieder selbst. Gut, ich will das Ganze an, aber ich glaube, ab hier, ab dem Boss kann ich dann wieder ran. Ah ne, da bin ich Luigi, also definitiv nein. Weil ich auch den Boss nur als Mopsi mache. Also kann wieder aus. Sehen wir mal zu, wie Luigi diesen Boss hier meistert. Also Ludwig, du bekommst es stellvertretend von mir, also in dem Fall von Luigi, eins auf die Mütze. Ja, der ist der richtig behindert. Ich erinnere mich noch dran. Der ist halt so ein Hurensohn, dieser Ludwig hier. Weil er einfach so dreimal da ist. Das ist einfach dreimal so viel. Der hier. Aber es geht auch hier eigentlich dasselbe Gesicht, sondern muss die Dinger halt nur dreimal treffen. Gar nicht mein Daumen, sollte ich halt auch nicht von den Sachen hier treffen lassen. Jetzt ein zweites Mal und dann noch einmal und dann war's das. Das ist jetzt Chor so große Sache, ne? Jo, und weg ist Ludwig, ne? So einfach geht's.
Bundeswehr. Und it looks like Mopsy has done it. Wunderbar. Wir speichern an der Stelle und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann, liebe Leute. Und ciao! Nochmal mit Facecam ist gesagt, und ciao!